So, meine lieben Knäckchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Drogöchen, Popöchen. Wir sind dann wieder am Start, wir sind wieder in der Uni und Samantha stellt sich hier wieder mal bei uns in den Weg und will sich wieder eine Diskussion mit uns erlauben. Ich bin immer noch erkältet, also wird sich so schnell nichts dran ändern. Es geht darum, dass alle über irgendwas reden, man sieht es hier schon und wir wissen aber nicht was und irgendwas ist ja wohl im Umlauf und hoffentlich finden wir es in dieser Folge raus. Meine Fresse, dieser Mann, das ist aber auch hässlich, oder? So, alle reden worüber? Von der Trennung. Wie fühlt es sich denn an, wenn man wie ein armes Mädchen fallen gelassen wird? Trennung? Du redest wirklich Unsinn. Glaubst du echt, dass es niemand mitbekommt? Du bist wirklich naiv. Okay, anscheinend breiten sich Gerüchte in dieser Stadt schnell aus. Was kann ich denn darauf antworten? Offiziell dürfen wir uns nicht treffen. Ich werde es also nicht alle Welt herausschreien, dass sie sich irrt und dass wir noch immer zusammen sind. Stimme ist weg. Also mache ich nichts. Ich lasse die Schultern hängen und drehe mich um, ohne meine Traurigkeit zu verstecken. Nur Samantha ist noch nicht mit mir fertig. Sie greift mich an den Arm und zwingt mich dazu, sie anzusehen. Ihr hinterhältiger und böser Blick lässt mich zurücktreten. Dieses Mädchen läuft definitiv nicht rund. Tut sie nicht. Hast du echt geglaubt, dass Drogo sich für ein Mädel wie dich interessiert? Hör auf zu träumen. Hast du dich wenigstens flachlegen lassen? Ich reiße mich schroff los. Ich fühle, dass ich sie umwerfen werde. Ja. Ich stehe diesen Drachen allein gegenüber. Die Wut steigt in mir hoch. Ich spüre wohl, dass sie mich gerade überwältigt. Nimm das sofort zurück. Wie bitte? Ich habe gesagt, nimm das zurück. Tja, sonst passiert was? Ich nähere mich ihrem hinterhältigen Gesicht und bin so nah, dass ich ihren Mentholatem an meinen Nasenflügel spüren kann. Menthol, na, raucht die Zigaretten oder was? Diese West-Eis-Menthol-Malbo-Geschichte? Oder lutscht die andauernd irgendwelche Kaugummis oder sonstigen Kram? Ihr auf die Nase schlagen. Komm! Ich könnte damit anfangen, dir auf die hübsche kleine Nase zu schlagen. Aber warum sagt sie das? Warum macht sie das nicht einfach? Babs drauf. Damit sollte ich ihr das Maul stopfen können, auch wenn ich es ein bisschen übertrieben habe. Ist das alles, was du findest, um dich zu verteidigen? Pff, erbärmlich. Jetzt weiß der ganze Campus, dass du keine gute Partie bist. Niemand wird mehr etwas von dir wollen. Habe ich meine Ruhe oder was, ne? Während das Blut in meinen Adern zu kochen beginnt und ich die Kraft, die in mir aufsteigt, nur noch mühelos zurückhalten kann, sehe ich Drogo ein paar Schritte entfernt hinter Samantha. Was macht der hier? Mit dieser Gemächlichkeit, die mich oft wütend macht, kommt er langsam näher. Ohne eine Miene zu verziehen, stößt der Samantha beiseite, die hysterisch rumschreit. Ich bin wie erstarrt und beobachte, wie er auf mich zukommt. Oh Mann, was macht er? Er hört nicht auf, mich anzusehen, packt mich an die Taille, legt seine Hände auf meinen Rücken und drückt mich an sich. Oh, amore. Plötzlich küsst er mich leidenschaftlich. Ich bin zu perplex, um auszuweichen. Er ist so genial. Ich weiß, dass er uns in Gefahr bringt, aber als ich mich die Visage von Samantha vorstelle, freue ich mich enorm. Wie dem auch sei, ich lege meine Hände in seinen Nacken und antworte ihm leidenschaftlich auf seine Umarmung. Auch wenn es nicht vernünftig ist, nutze ich die Gelegenheit. Ich bin einen Moment lang stumm und habe die Augen geschlossen. Als ich sie wieder öffne, lächelt er süffisant. Er hält mich weiter fest und dreht sich zu Samantha und ihrer Clique. Okay, wir müssen einmal ganz kurz wieder Memory machen. Die Stimme ist so weg, das ist noch so anstrengend eigentlich. Aber ich kann euch ja nicht so lange irgendwie ohne irgendwelche Folgen da lassen. Ne? Das bestimmt noch 2 Wochen oder so, bis die Stimme komplett wieder zurückkommt. So. Oh, gleich direkt Samantha. Macht ja gleich direkt Spaß mit ihr, ne? Ja. Mehr gewinnen. Komm, ich will noch einen Versuch. Da, das ist gewonnen. Ey, das ist sehr gut. Nein, machen wir jetzt nicht. Okay. So.
Nach sowas, Sam, du solltest wirklich aufhören damit, die Automaten zu plundern. Ich habe den Eindruck, dass dein Hintern noch fetter geworden ist. Ich habe das große Vergnügen, Samantha Buff zu sehen, während ihr Publikum kein Wort sagt. Drogo, mein Held. Er begleitet mich langsam bis zum Speisesaal und gibt sich Mühe, den ganzen Weg lang so demonstrativ wie möglich zu sein. Du hättest das nicht tun sollen, wenn Nikolai davon erfährt. Nikolai ist nicht an der Uni und Samantha hat mich aufgeregt. Ich muss sie in die Schranken weisen. Natürlich hat er mit seiner Bemerkung recht. Ich bin ihm sehr dankbar, dass er eingeschritten ist. Jo, warum denn nicht? Wie dem auch sei, danke, dass du mich verteidigt hast. Jetzt musst du dich erstmal in Ruhe lassen. Ich nehme ihn spontan in den Arm und küsse ihn. Das ist wirklich süß, aber geh jetzt. Okay, der Retter in letzter Sekunde. Wir wissen, wie es ausgegangen ist. Das freut uns doch so ein bisschen. So, meine Knöchchen, das war's wieder für heute. Vielen Dank fürs Reinschalten und ich freue mich auf die nächste Folge. Und ich hoffe auch, dass bald meine Stimme wieder zurückkommt, weil mir macht das selber keinen wirklichen Spaß. Und da und so. Na, okay. Das war's. Ciao.